Ich habe eine sehr, sehr lange Zeit meines Lebens, in meiner Jugend, in einer Sekte gelebt. Und in dieser Sekte durften wir ziemlich viel tun. Wir durften nur nicht reden. Wir durften nicht sprechen. Es gab eine eigene Sprache. Aber wir durften nicht sagen, was wir wirklich gefühlt haben. Wir durften nicht sagen, was wir wollen, was wir nicht wollen. Wir mussten missionieren gehen. Ich musste mich auf die Straße stellen und die Bibel verteilen. Aber ich durfte nicht reden. Ich durfte in der Schule keine Freunde haben. Freunde wurden zugewiesen und vor mir wurden Menschen verheiratet mit einem Kartoffelsack über dem Kopf. Und dann waren die verheiratet und haben Kinder bekommen. Und immer dann, wenn du irgendwas getan hast, was der Sekte nicht gefallen hat, gab es eine Sanktionierung. Und ich weiß nicht, wie viele von euch so eine innere Stimme oder ein inneres Gefühl haben, wenn irgendwas falsch läuft. Für euch kennen das. Irgendwas läuft falsch. Und wenn es Gott gibt, an den ich immer noch glaube, trotz der Zeit, dann hat er dir dieses innere Navigationssystem eingebaut, damit du irgendwann mal etwas sagst und laut sagst. Und irgendwann bin ich aufgestanden in dieser Gemeinde und habe die Dinge gesagt, die ich nicht mehr akzeptieren konnte. Dass Kinder geschlagen werden, solche Dinge. Und dann wurde ich sanktioniert. Unter anderem hat man mich damals 24 Stunden an ein Gartenhaus gekettet. Mit Handschellen. Da war ich 9. Und warum erzähle ich euch diese Geschichte? Ich habe mir damals in dieser ganzen Zeit eine Sache geschworen. Sollte ich jemals hier rauskommen, jemals, werde ich so vielen Menschen wie möglich die Kraft geben, nicht zu schweigen, wenn es nicht zu schweigen gibt, sondern aufzustehen und ihre Meinung zu sagen. Du brauchst doch keinen Wecker, um morgens aufzustehen. Du bist doch kein Wecker-Weiterdrücker. Wenn deine Vision ganz groß ist, dann springst du morgens um 4 Uhr aus dem Bett, stellst dich vor den Spiegel und sagst, ich bin der Stern unter der Sonne. Dann kommt lange nichts und dann kommt wieder ich. Jetzt lass mal Gas geben. Oder das machst du doch. Oder schlurfst du zur Kaffeemaschine.